Servus und guten Morgen. Von hier wieder aus dem Wald. Vermutlich, wenn alles gut geht, tatsächlich das letzte Mal. Das letzte Mal an dieser Stelle. Ich habe mich tatsächlich einen Kumpel gefunden, dessen Eltern einen Wald haben. Und das heißt, ich werde demnächst in einem Waldstück sein, in dem ich auch Feuer machen darf. Ich weiß nicht, ob ihr es eben gesehen habt. Die kommen hier mit den Fällungsarbeiten immer näher. Und ich befürchte, also ich kann eh schon genau sehen, wo die arbeiten. Heute Sonntag, heute arbeiten sie nicht. Aber früher oder später wird das Lager aufgedeckt. Ja? Und ich hätte ja gerne einen Platz, an dem ich bleiben darf. Wie auch immer, wer meinen Kanal verfolgt hat, der weiß, was immer als erstes kommt. Und der Strang hier brennt schon. Als erstes brauchen wir mal einen Kaffee. Genau. Gut, was habe ich heute geplant? Ihr seht ein neues Ausrüstungsstück, was ich hier habe, einen Klappspaten. Was möchte ich damit machen? Ich habe mir ein schönes Stück Schweinefleisch besorgt. Und ich möchte heute mal versuchen, ob man auch einen relativ kleinen Braten im Erdloch machen kann. Das heißt, die Dose kommt weg, da wird ein Loch gegraben, wobei ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich es wirklich an genau der Stelle mache oder ein bisschen weiter weg. Darin mache ich dann das Feuer. Ich habe Steine gesammelt, diesmal habe ich sie vorher gesammelt, weil das letzte Mal habe ich ja so schwer getan, Steine zu finden. Also Loch rein, Steine rein, Feuer drauf. Und dann wird ordentlich mal angeheizt. Das heißt, ich muss schauen, dass ich heute irgendwie Buche, Eiche, einfach anderes Holz als Nadelholz finde, weil das mehr Glut erzeugt. Und wird ein schönes großes Feuer. Und wenn dann ordentlich Glut ist, Fleisch in Alufolie rein, vorher noch ein bisschen würzen, auf die Glut drauf und dann wieder zuschütten. Ich habe sowas schon mal gemacht, vor wahrscheinlich mehr als 20 Jahren bin ich mit meinem Vater im Wald gewesen und da haben wir ein Wildschwein genauso gemacht. Damals haben wir es aber ein bisschen anders gemacht, meine ich mich zu erinnern. Da haben wir das Loch gegraben und dann die Glut reingeschaufelt, Braten drauf und dann nochmal Glut rein. Da haben wir jetzt aber noch ein paar YouTube-Videos angeschaut und ich denke, es wird reichen, wenn wir quasi nur unten die Glut haben. Und dann eben Deckel drauf, sprich Erde wieder drauf, um das Ganze zu verschließen. Die Steine sollen die Wärme halten. Ich bin sehr gespannt, wie es funktioniert, ob es funktioniert, ob ich hungrig nach Hause gehe. Dazu habe ich noch eine Süßkartoffel, die werde ich aber im zweiten Feuer machen. Das heißt, ich mache hier schon auch ein Feuer, aber wahrscheinlich auch nicht in der Dose. Und auch Alufolie, Süßkartoffel, weil der Vorteil bei einer Süßkartoffel ist, die kann man im schlimmsten Fall auch roh essen. Deswegen habe ich keine normale Kartoffel genommen. Gut, das heißt, erstmal den Kaffee machen, Kaffee trinken und dann Loch schaufeln. Der Boden ist steinhart, habe ich das Gefühl. Das ist viel zu trocken für diese Jahreszeit. Mal schauen, wie weit wir kommen. Viel Spaß beim Video. So, ich habe beschlossen, hier werde ich das Loch graben. Mal schauen, wie viele Äste und Wurzeln, eher gesagt, mich begrüßen. Schauen wir mal. Los geht's. Fertig. Ich hoffe, das reicht. Aber sollte eigentlich reichen. Gut, Loch ist also fertig. Jetzt geht's ans Holz holen. Wie gesagt, ich muss mal schauen, dass ich hier nicht nur Nadelholz finde. Davon habe ich ja eigentlich noch eine ganze Menge rumliegen. Sondern jetzt mal schauen, dass ich irgendwie Buche, Eiche oder einfach ein bisschen härteres Holz finde. Gut, ich mache mich auf die Suche und hole euch zum Feuermachen wieder dazu. Bis gleich. So, ein bisschen Holz habe ich gemacht. Das ist einmal der Vorrat für den Anfang. Das wird mit Sicherheit nicht reichen. Aber
Ich möchte das Feuer mal anlegen, angehen. Es ist fast 11 und das Fleisch braucht ja auch eine ganze Weile, bis es dann durch ist. Ich werde jetzt die Steine mal in das Loch legen und ein Feuer drin machen und ja, dann weiter Holz machen. Und wenn genug Blut da ist, machen wir das Ganze zu. Aber da hole ich euch dann allerspätestens wieder dazu. Bis gleich. Während das Feuer jetzt mal so anheizt, werden wir mal das Fleisch schon mal vorbereiten, damit das schon so wenigstens so einen Ticken Würze kriegt. Also das ist das gute Stück, was ich mir aus dem Fleischer geholt habe. Ich habe vergessen, was es war. Sie sagte irgendwas von Ende. Ja, also es ist schön durchzogen, das ist ordentliches Fett. Und das werden wir jetzt mal so ein bisschen würzen schon mal. Ich habe hier eine fertige Mischung vom Hofer, ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Wenn wir jetzt mal so rubmäßig einwürzen. Das ist theoretisch, wäre es für zwei geeignet. Wahrscheinlich von der Menge her. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm es sind. Ich habe es vergessen. Aber die liebe Mia hat sich spontan entschlossen, nicht mitzukommen. Naja, der wird der Waldmensch eben alleine satt. Ich bin mega gespannt, wie das wird. Also ihr seht, das ist richtig schön durchzogen. Und eigentlich wollte ich gucken, dass da nichts reinkommt, aber egal. So, dann holen wir noch die Alufolie. Machen wir die Hände. Und dann die eine Hand ist eh sauber. Und dann packen wir das richtig schön dick. Jetzt mal kurz auf den Boden. In Alufolie ein. Es darf nachher kein Loch reinkommen. Das Geile daran ist ja, dass das brät dann schön im eigenen Saft. Und deswegen nehme ich tatsächlich auch noch eine zweite Lage. Aber wenn da irgendein Loch reinkommt und das Wasser austritt, wäre es schade. Ja, ich glaube, das sind jetzt dann mehr als zwei Lagen. Reicht. So, das lassen wir jetzt noch ein bisschen hier liegen. Kümmern uns weiter ums Feuer und ich schätze mal so eine halbe Stunde spätestens kommt es dran. Das gleiche mache ich dann auch noch mit der Süßkartoffel, sprich auch einwickeln und ins Feuer legen. Da habe ich mir so einen Frischkäse, Kräuterfrischkäse mitgenommen, quasi Ofensüßkartoffel. Also, wir sehen uns. Bis gleich. So, nachdem ich jetzt ganz in der Nähe Steine gefunden habe, habe ich jetzt hier eine Feuerstelle mit Stein gemacht. Das ist das zweite Feuer für die Ofenkartoffel. Das brennt auch schon schön. Freue mich dann schon, dass ich gleich wieder meinen nächsten Kaffee machen kann. Das Feuer schaut inzwischen so aus. Das lasse ich jetzt ein bisschen runterbrennen, das letzte Holz. Da lege ich gar nichts mehr drauf. Ihr seht, unten ist schon ein bisschen, also ein bisschen viel sogar. Ich hoffe, ausreichend Glut. Das sollte passen. Und dann geht's ja, ans Kochen lassen. Bin gespannt, wie lange ich dafür brauche. Ich lasse es mal 2 Stunden mindestens dann in der Glut liegen. Ich hoffe, das wird reichen. Bis gleich.
So, das Feuer ist jetzt so weit, dass ich jetzt schon die Süßkartoffel reingelegt habe, jetzt mal nur so am Rand, dass sie langsam warm wird. Ich habe keine Ahnung, ob sie genau in die Glut gehört oder nicht. Ich werde sie aber mal so am Rand ein bisschen in die Glut legen und drehen. Ich sehe, das noch ist sie nicht sonderlich heiß. Und ja, das andere Feuer brennt noch immer. Es brennt irgendwie lang, aber ich denke, bald haben wir es. Ich werde das jetzt ein bisschen verteilen und dann legen wir los. Dann kommt das Fleisch da rein. Also, gehen wir es an. Das ein bisschen verteilen. Ah, das ist schön Glut. Ja, das passt. Ich lege das jetzt direkt da rein. Manche haben noch so ein Bett aus Tannennadeln gemacht. Oder Fichten, was auch immer. Wie war das? Fichte sticht, Tanne nicht. Oder was andersrum. Ist egal. Ich lege es jetzt rein und buddel das Ganze mal heiß zu. So, zu ist das Ganze. An einigen Stellen kommt noch ein bisschen Qualm raus. Ich habe gesehen, das ist sofort ausgegangen, logischerweise. Sauerstoff kommt jetzt keiner mehr zu. Es wird jetzt nur durch die Hitze von der Glut und hoffentlich auch von den Steinen gegart. Das Ganze dauert sehr, sehr lange, im Gegensatz natürlich zum offenen Feuer. Aber ich nehme an, auch dadurch, dass das jetzt in seinem eigenen Saft kocht, kann es eigentlich fast nicht verbrennen. So die Theorie. 2 Stunden mal mindestens. Ich habe kein Bratenthermometer mitgenommen. Das könnte ich noch mitnehmen und das reinstecken, um zu gucken, ob sie Kerntemperatur irgendwann erreicht hat. Ihr habt gesehen, das war etwa so dick. Was werden das sein? 4-5 cm maximal. Ich bin gespannt. In frühestens 2 Stunden gibt es Essen. Und bis dahin werde ich mir ein bisschen entspannen. Wir sehen uns beim Ausbuddeln. Bis später. Habt ihr das gerade gesehen? Ich hoffe, ihr könnt es nachsehen auf dem Video. Wenn man so ganz ruhig im Wald sitzt und sich nichts bewegt und plötzlich raschelt es. Herrlich. Und dann kommt hier ein Rudel Rehe vorbei. Ein Traum. Voll schön. Weißt du, das eine hat voll süß dann so um die Ecke geschaut, als sie gemerkt hat, ah, da ist noch was. Ich hoffe, ihr könnt das auf dem Video sehen. Weiter geht's. Ich ärgere mich gerade. Und zwar über mich selber. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen chillen, ist irgendwie offensichtlich nicht so meins. Und was ich schon lange machen wollte, ist eine Rückwand, also eine Lehne für die Bank. Also habe ich 2 Löcher gegraben und hier 2 Stämme rangetan. Ja, also das sind wieder 2 grüne von oben. Aber, auf was ich jetzt drauf komme, ich habe heute keine Naturschnur dabei. Ich habe nur Paracord dabei. Und jetzt kann ich die Rücken, also die Seitenteile, die Querstreben nicht mehr befestigen.
Also, merken fürs nächste Mal, immer mitnehmen. Egal, ob man glaubt, man braucht sie oder nicht. Ich habe mir übrigens jetzt auch eine dickere gekauft, dickere Naturschnur. Die wäre jetzt optimal. Ja? Da könnte ich jetzt schön chillig mir meine Rückenlehne bauen. Aber, naja, was soll ich sagen? Die Süßkartoffel ist, glaube ich, durch. Die habe ich jetzt da nur noch so am Rand liegen, damit sie nicht kalt wird, weil die ist schon ganz weich. Das wird was. Vielleicht nehme ich sie sogar ganz runter. Der Braten ist jetzt eine Stunde drin. Aber die Süßkartoffel wird auf jeden Fall was. Da bin ich mir fast sicher. Bis später. So, es wird Zeit. Endlich. Ich habe einen Mordshunger. Und es sind jetzt dann schon fast 3 Stunden vergangen. Aber ich hatte keine Lust, dann ein halb rohes Ding zu haben. Und dachte, ich lasse es lieber länger drin, als es früher rauszuholen. Jetzt graben wir die Kiste mal aus und hoffentlich gibt es was Gutes zu essen. Mal gucken, ob es warm ist da drin. Ja, es ist schön angenehm warm. Ja, aus irgendeinem Grund hat die GoPro gerade aufgehört aufzunehmen. Ich hoffe, das war jetzt drauf. Aber ich bin ja noch nicht fertig. Mach mal lieber mit der Hand weiter, damit ich die Alufolie nicht zerreiße und dann Dreck drin habe. Ja, da kommt es zum Vorschein. Ich bin so gespannt. Handwarm. Mehr ist es nicht. Uiuiui. Ah ja, unten ist aber schön warm und es scheint fest. So, dann gehen wir mal zum Brett. Ich bin gespannt. Ja, ein bisschen Dreck noch. Die Süßkartoffel ist extrem weich geworden. Die hätte ich lange nicht so früh reintun müssen. Die lag jetzt ewig am Feuer noch. Noch mehr Dreck. Ah, da kommt schon Saft raus. Habe ich schon gesagt, dass ich gespannt bin und hungrig. Ich habe heute noch nichts gegessen. Boah, riecht das gut. Mega. Oh, könnt ihr den Saft, könnt ihr das sehen? Oh, es dampft. Da ist es. Oh. So, jetzt der große Moment. Ist es durch? Oder nicht? Ja! Ah, ich freue mich, es ist durch. Und ich muss jetzt gleich ein Stück probieren. Ein großes Stück. Mega lecker. Ich hätte es zarter erwartet, aber es schmeckt. Und es ist durch. So, schauen wir uns noch die Ofenkartoffel, Ofensüßkartoffel an. Da ist auch schon der Saft ausgetreten. Wie gesagt, die habe ich definitiv zu lange drin gehabt. Okay. So sieht sie jetzt aus. Dampft aber auch noch schön. Ja, dann schneiden wir die auch mal auf. Die ist natürlich jetzt noch nicht gewürzt, nix. Die zerfällt. Die zerfällt auch schon total. Mal gucken, wie die so schmeckt. Ist eher Mousse als alles andere. Fast noch besser als das Fleisch. Da brauche ich gar keine. Ich habe noch diese Frischkäse-Zubereitung, Kräuter. Ich glaube, das werde ich gar nicht brauchen. Das schmeckt so schon mega gut. Und die Schale, die kann man jetzt da so abmachen. Schaut euch das an. Ah, ein Traum. So. Also, es hat funktioniert. Mega cool. Ich freue mich jetzt, einen Großteil davon zu essen. Ich glaube, das Fleisch schaffe ich im Leben nicht auf.
es hat mir Spaß gemacht. Das nächste Mal werde ich ein anderes Fleisch nehmen. Es ist nicht das letzte Mal. Ich möchte mir unbedingt wild machen. Ich habe mich dann am Weg hierher geärgert. Da habe ich noch jemanden getroffen, der meinte, er hat das mal mit Schaf gemacht. Und dachte ich, das wäre eigentlich auch viel geiler gewesen, wenn ich irgendwo ein Stück Wild mir geholt hätte. Aber hätte auch besser zum Wald gepasst. Ich esse das jetzt in Ruhe auf. Das Feuer brennt noch, lasse ich ausgehen. Das Loch hinten muss ich natürlich auch wieder zumachen. Bevor ich nach Hause gehe, melde ich mich aber nochmal bei euch. Bis später. Gut, das war der heutige Waldtag. Das Loch ist wieder zu. Das Feuer ist aus. Ich mache mich am Heimweg. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, wie ihr euer Essen zubereitet und gerne auch, wenn ihr Ideen habt, was ich mal machen soll, einfach in die Kommentare. Das wird, wie gesagt, wenn alles gut geht, das letzte Mal sein, dass ich an dieser Stelle war, weil ich das nächste Mal vielleicht schon, wenn ich Glück habe, in dem Wald bin, in dem ich dann auch bleiben darf. So schaut das Lager inzwischen aus. Ja, also die Feuerstelle jetzt mit Steinen. Das ist der Balken, auf dem die Mia immer sitzt. Meine Bank, der Tisch, hat mir gute Dienste geleistet, hat funktioniert, hat Spaß gemacht. Ich werde sicher irgendwann nochmal wiederkommen, einfach nur, weil es mich interessiert, was daraus geworden ist, ob es überlebt hat oder ob es irgendwie von den Holzfällern zerstört worden ist oder vom Waldbesitzer, wie auch immer. Vielen Dank fürs Einschalten und seid gerne wieder das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt... Thank you.